Was ist denn? Was machen Sie beide denn hier unten? Ich dachte, ich hätte es mit Entführern oder Dieben zu tun. Mr. Garibaldi, Sie haben vielleicht bemerkt, dass die Situation hier ziemlich schwierig ist. Wir haben die Absicht zu helfen. Fertig. Ich habe jetzt Luft, die ihr atmen könnt, geschaffen. Die Maschine, die diesen Planeten kontrolliert, braucht einen führenden Geist. Oder sie zerstört sich selbst. Und Babylon 5. Er geht an seinen Platz zurück, ist das richtig? Ich nehme seinen Platz ein. Ich werde ihn ablösen. Im Herzen der Maschine. Feuer eröffnen, maximale Reichweite. Das erlaube ich nicht. Gibt's keine andere Möglichkeit? Es gibt keinen anderen Weg. Bitte glauben Sie mir. Ich habe mein Leben lang eine Möglichkeit gesucht, anderen zu dienen. Für mich gibt es keine höhere Berufung, kein größeres Schicksal, als mein Leben für andere einzusetzen und vielleicht zu sterben, wenn nötig. Um damit die Welt vielleicht zu verbessern. In meiner Welt habe ich getan, was ich konnte. Aus diesem Grund bin ich hergekommen. Ich möchte die mir verbleibenden Jahre mit einer sinnvollen Aufgabe verbringen. Hier habe ich sie endlich gefunden. Ich werde Leben retten. Und die Wunder dieses Planeten werden mich jahrzehntelang beschäftigen. Geben Sie meinem Leben wieder einen Sinn. Sie müssen mir helfen, da wir beide wissen, es muss unbedingt getan werden. Volltreffer, Cobra-Rampe schwer beschädigt. Rumpf blau A bis T, 20% Energieverlust. Nochmal so ein Treffer und die pusten uns den ganzen Bug weg. Wo ist die Hyperion? Auf der anderen Seite. Kampfflieger des Feindes haben uns in der Zange. Ihre Sensoren tasten uns ab. Sie machen sich feuerbereit. Sie haben Ziel erfasst. Das war's dann. Was ist denn jetzt? Ich sende diese Botschaft an alle Parteien, die an dem Kampf um diesen Planeten beteiligt sind. Der Planet gehört niemandem. Der Planet gehört nur sich selbst. Und er gehört der Zukunft. Commander Sinclair, die Geheimnisse, die in seinem Innern verborgen sind, müssen Geheimnisse bleiben. Wer diese Geheimnisse besitzt, ist allen anderen gegenüber im Vorteil. Es ist also im Interesse aller Völker des Universums, dass sie nicht nur einem einzigen Volk zur Verfügung stehen. Wir vertrauen die Sicherheitsvorkehrungen für diesen Planeten der Ratsversammlung von Babylon 5 an. Wir verlassen uns auf Ihre Führung, Commander, und auf die Ratsversammlung, in der alle Völker des Universums vertreten sind. Bis die richtige Zeit gekommen ist, sollen sich alle von diesem Planeten fernhalten. Wenn Weisheit und Selbstbeschränkung nicht zu dem Ziel führen, das wir uns wünschen, geschieht Folgendes. Die Verteidigungssysteme dieses Planeten sind wieder voll einsatzbereit. Versuchen Sie also nicht noch einmal hier einzudringen. Jegliche Annäherung wird bekämpft und jedes Schiff, das hier zu landen versucht, wird zerstört. Aber wenn die Zeit reif ist, sind auch wir bereit und warten auf euch. Aber erst dann und nicht früher. Auf Wiedersehen. Ich möchte mit Pierce sprechen. Commander, feindliches Schiff führt Kursänderung durch und steuert auf den Planeten zu. Wieso das? Haben die nicht zugehört? Das schon, aber sie werden es nicht glauben wollen. Delenn, wir sind hier fertig. Wir sollten gehen. Er hat recht, Botschafterin. Das weiß ich. Ich will nur... Warten wir nur noch einen Moment.